Was ein glückliches Paar. Doris Dörrie und Martin Moskowitsch. Genau. Die Volksverarsche geht weiter. Herr Martin Moskowitsch, ich fordere meine Kohle. Das hier ist ein Artikel von 2020, wo sie jammern wegen Corona. Und dann steht da doch tatsächlich, Herr Moskowitsch, 50 Millionen Euro zahlt der Bund den Filmproduzenten jetzt für pandemiebedingte Ausfälle. Zufrieden? Wahrscheinlich ganz bestimmt nicht. Ja, aber was ich jetzt fordere, das ist unfassbar. 40 Jahre hat er wirklich nur mein Produkt, in dem ich mitgemacht habe, verkauft. Ja, egal wie viel oder wie auch immer, aber ich habe nichts bekommen. Und das fordere ich zurück. Das ist wirklich ein Skandal. Und das zeigt, wie gefährlich diese Kack-Filmbranche wirklich ist. Ja, dass man da von einem Produzenten angefasst und sein Dreckskoks in die Nase gedrückt bekommt. Bei einem Vorsprechen, bei einem Casting, muss man sich mal vorstellen. Dieser irre Eichinger. Komplett irre wie der Fassbinder. Das war sein großes Vorbild. Ja? Und das Thema Til Schweiger und Hannes Jenicke, das werde ich auch noch. Das kann mir auch keiner verbieten, dass ich das sage. Das ist wichtig. Damit diese Kacke endlich mal bekannt wird und damit Leute, die ins Filmbusiness wollen, vor Leuten wie diesem alten Kacker hier wirklich gewarnt werden. Ja? Das ist so ein richtig schönes Vorzeigepaar. Und wie Sie wissen genau, was ich damit meine.